Ein brandneuer Minecraft 1.14 Snapshot ist soeben erschienen und bringt neben kleinen, aber feinen Änderungen auch eine wirklich coole neue Pillager-Patrouille mit sich, könnte man schon sagen. Alles, was ihr über diese Patrouille wissen müsst, erfahrt ihr natürlich im heutigen Video. Wie immer, bewertet den Part und viel Spaß, Leute! Bevor die Folge startet, noch eine kurze Sache. Mein Partner Instant Gaming und ich veranstalten aktuell ein wirklich cooles Gewinnspiel. Dort kannst du dir ein Spiel deiner Wahl, Fortnite, V-Bucks, FIFA Points oder lediglich einfach Guthaben für deine Konsole oder für deinen PC aussuchen und mit etwas Glück geschenkt bekommen. Über den ersten Link unten in der Beschreibung kommt ihr zum Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Glück. Somit willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Ja, eben ist wieder ein brandneuer 1.14 Snapshot erschienen und zwar Snapshot 18W45. Okay. Jetzt habe ich es auch gelesen. Alles klar, was der Dude hier wieder veranstaltet, ist der Wahnsinn. So, damit ich mich nicht mehr tue, 45A Snapshot ist eben erschienen und brachte auch einige coole neue Änderungen mit sich. Bevor wir mit dem größten Feature sozusagen starten, was dazugekommen ist oder was mit dem 1.14 Update erscheinen wird, starten wir erstmal mit den kleinen, aber feinen Änderungen. Ich ändere erstmal kurz die Uhrzeit, weil es gerade dunkel wird, auf Tag. Und zwar gibt es jetzt auch auf der Java-Version endlich das Scaffolding, beziehungsweise das Gerüst, was das, ja, das Bauen von Erbauernissen bzw. das Bauen von großen Gebäuden in Minecraft deutlich einfacher macht. Wenn wir diesen nämlich auf den Boden platzieren und dann mehrfach aufeinander platzieren, seht ihr schon, wir machen so ein kleines Türmchen. Ich drücke quasi hier die ganze Zeit unten drauf und der Turm geht immer höher. Das vereinfacht halt tatsächlich das Klettern komplett. Also ihr seht schon, wir sind hier gerade einfach am Hochklettern wie bei einer Leiter und das Ganze geht dann auch relativ schnell. Sneaken wir hier oben, fliegen wir auch schon wieder runter bzw. rutschen oder klettern wieder runter und es ist nicht nur einfach zu beklettern und einfach zu craften, sondern auch einfach abzubauen. Sobald wir den unteren Block entfernen, ähnlich wie bei Sand oder ähnlichen, ja, zerstört sich das restliche Fundament bzw. das restliche Gerüst und geht einfach kaputt und wir können alles wieder wie gewohnt einsammeln. Das war bisher nur auf der Bedrock-Version möglich bzw. da gab es das bisher nur, dieses Gerüst hier. Jetzt ist auch auf der Java-Version dabei und das Ganze wird natürlich aus Bambus gecraftet. Also mit dem Update kommen ja sozusagen Bambuswälder in Dschungelwäldern dazu oder in Dschungelbiomen dazu, wo Pandas spawnen und sich halt ein bisschen, ja, Bambus gönnen sozusagen. Und wenn wir dann dieses Bambus abbauen, können wir mit Bambus, wie gesagt, dieses Gerüst hier bauen. Das ist aber nicht die einzige Zutat. Wir brauchen auch Fäden dafür, wie man hier sehen kann. Ich zeige euch das ganze Rezept einfach mal. Wir brauchen eine Reihe hier von Bambus und in der Mitte, in der goldenen Mitte sozusagen, platzieren wir oben dieses, ja, dieses Fädelein hier rein und erhalten dadurch 6 Scaffoldings, also 6 Gerüste. Also sehr, sehr einfach zu craften. Ich denke mal, Bambus wird keine Mangel sein, genauso wenig wie Fäden. Fäden kriegt man von jeder alltäglichen Spinne, die hier so in der Minecraft-Welt am Spawnen ist. Trotzdem, Minecraft-Gerüste, Scaffolding im Englischen, mega coole Sache. Was sagt ihr allgemein zu diesem Feature? Findet ihr das cool? Werdet ihr es benutzen? Ja oder nein? Ab damit gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dass die Minecraft-Schilder komplett überarbeitet wurden und quasi komplett revolutioniert werden oder wurden sozusagen, wissen wir ja schon. Also mittlerweile gibt es ja zig verschiedene Versionen von den Schildern. Also die ganzen Holzarten haben sozusagen jede eine eigene Version bekommen. Die Schriften können wir mit Hilfe von Farbstoffen, indem wir sie anklicken, auch ändern. Jetzt gibt es eine komplette Funktion, dass wir Schilder bearbeiten können. Also nicht, wenn wir sie platziert haben, dass wir sie nachträglich noch bearbeiten können. Das wäre eigentlich auch eine relativ coole Sache. Gilt aktuell jetzt leider noch nicht, also gibt es noch nicht. Trotzdem ist das Schreiben von Schildern komplett vereinfacht worden. Wenn wir jetzt beispielsweise mal was eingeben, GGDE ist der beste YouTuber der Welt. Bams. So, das haben wir jetzt einfach mal eingegeben und wir können jetzt quasi auch zwischen den Reihen herumspringen. Also wenn ich jetzt mal das Fadenkreuz hier nehme, seht ihr schon, wir können hier rumspringen. Ich kann jetzt auch Beste markieren, wenn das hier weg soll, aber der Beste bin ich natürlich. Wir können jetzt aber beispielsweise auch, wenn ich hier jetzt Shift halte und komplett mit dem Fadenkreuz nach oben wandere quasi, also können wir den Satz hier kopieren, also ich drücke STRG C, können das dann hier unten, wenn ich jetzt wieder einmal nach rechts wandere, zack, und hier dann einfügen. Also es gibt jetzt sozusagen diese Copy und Paste Funktion, diese Bearbeitungsfunktion. Also wir können Sachen markieren, kopieren oder entfernen und wieder einfügen. Oder man kann sie halt einfach komplett,
ja, beispielsweise, wir können jetzt einfach nach oben zu diesem GGD hier wandern, wenn wir nur das wegmachen wollen. Früher musste man, ist der YouTuber der Welt. Alles klar, das machen wir ganz schnell weg. Also früher musste man das Ganze wirklich deutlich anders machen. Wir mussten da quasi die komplette Reihe entfernen, um da jetzt irgendwas neu zu machen. Jetzt können wir von der vierten in die erste Reihe springen, zum zweiten Wort beispielsweise, können das entfernen, kopieren, wieder einfügen oder was auch immer. Also das Schilder bearbeiten ist nun deutlich, deutlich einfacher in Minecraft. So, fürs nächste Feature bin ich dann einfach mal kurz in eine andere Welt gegangen und da hinten kann man schon sehen, was jetzt neu dazugekommen ist. Und zwar gibt es ab sofort diese Villager oder Illager. Es sind Illager-Patrouillen. So rum, das ist das richtige Wort. Es gibt nämlich ab sofort eine Chance, dass diese Patrouillen oder Gruppen von bis zu 4 verschiedenen oder unterschiedlichen Illagern oder ja, zufälligen Illagern sozusagen gespawnt werden oder generiert werden. Also es kann hier oben drauf jetzt ein Illager sitzen oder halt ein Diener. Ich weiß nicht, ob Magier möglich ist, ob Magier auch zu dieser Gruppe zählt. Ich glaube tatsächlich aktuell noch nicht. Aber beispielsweise Diener können dazukommen, die normalen Illager hier mit ihren Crossbows. Und dieser coole Banner ist auch dazu gekommen. Also das ist hier sozusagen der Patrouillenanführer. Der sitzt meistens auf einem Biest oder auf einer Bestie drauf. Hier hinten kann man aber was sehen. Es gibt auch Anführer, die nicht auf einer Bestie drauf sitzen. Wenn es eine Gruppe von 2 oder von einem quasi gespawnt oder generiert wurde, dann ist er halt der Anführer, der einfache Anführer sozusagen und ist auf keinem Biest, der ihn im Kampf unterstützt. Trotzdem eine wirklich coole Sache. Allein schon der Banner oben drauf, das gibt so ein gewisses Feeling irgendwie. Der ist ganz cool. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich habe ihn nämlich im Inventar drin. Illager Banner. Was stand denn da eigentlich? Illager Banner? Ah, okay, da würde man auch das Rezept herausfinden, wie man das Ganze craftet. So sieht der Banner aus. Ist jetzt wirklich nicht ganz spektakulär, aber ein cooler Illager-Banner auf jeden Fall, keineswegs. Ich finde es allgemein ganz cool. Also wir wissen jetzt, wie sie spawnen. Sie werden in kleinen Gruppen spawnen, bis zu 4 verschiedene oder zufällige Illager-Varianten sozusagen. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Genau, es gibt jetzt auch verschiedene Variationen, also im Tiger-Biom oder in den normalen Savannen-Biomen werden unterschiedliche Varianten spawnen. Also vom Aussehen werden sie sich dann auch noch unterscheiden, was natürlich auch ganz cool ist. Ja, den Header habe ich erwähnt und ich glaube, es sind sogar bis zu 5 Mobs, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass insgesamt 5 Mobs sozusagen in einer Gruppe spawnen können und dann zusammen Dörfer raiden. Ihr seht schon, wie viele hier auf einen Fleck gespawnt sind. Ich weiß nicht, ob die Spawn-Rate jetzt auch jetzt in der normalen Welt so hoch ist, weil das wäre sehr, sehr schwer, das Ganze zu verteidigen. Ihr wisst ja, wie stark ein Illager-Beast ist und dafür braucht man dementsprechend schon Zeit. Das Coole ist halt, man kann den hier oben zuerst runterschlagen. Man könnte den jetzt quasi zuerst töten, das machen wir mal kurz, und hätte dann den schon mal entfernt, weil da oben, wenn da oben drauf jetzt noch ein Pillager sitzt mit einem Crossbow, dann wird das Ganze schon deutlich schwieriger. Also den können wir zuerst runterhauen, aber das Illager-Beast, ja, spricht mal wieder Bände oder für sich eher gesagt, das wird sehr, sehr schwer sein. So, Illager-Patrouillen jetzt auch in Minecraft mit von der Partie. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ja, Freunde, das war auch schon alles zum Snapshot 18W45A. Schreibt eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, vor allem zum Gerüst, zu den Schildern und allgemein natürlich auch zu den coolen Patrouillen, die ab sofort in der Welt hier von Minecraft generiert werden und Dörfer raiden. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer GamingGuides.de und ciao. I didn't pay my rent today. It's so strange, 'cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up, spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how you